Schon vor einer Reihe von Jahren habe ich bemerkt, wie viel Falsches ich in meiner Jugend als wahr habe gelten lassen, und wie zweifelhaft alles ist, was ich hernach darauf aufgebaut, und dass ich daher einmal im Leben alles von Grund aus umstoßen und von den ersten Grundlagen an neu beginnen müsse, wenn ich endlich einmal etwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften ausmachen wolle. Und da trifft es sich günstig, dass ich heute meinen Geist von allen Sorgen befreit habe, dass ich mir eine sichere Muße in einsamer Zurückgezogenheit verschafft habe. So will ich denn endlich ernsten und freien Sinnes zu diesem allgemeinen Umsturz meiner bisherigen Meinungen schreiten. Alles nämlich, was ich bisher am ehesten für wahr angenommen, habe ich von den Sinnen oder durch Vermittlung der Sinne empfangen. Nun aber bin ich dahinter gekommen, dass diese uns bisweilen täuschen, und es ist ein Gebot der Klugheit, niemals denen ganz zu trauen, die auch nur einmal uns getäuscht haben. Indessen mögen uns auch die Sinne mit Bezug auf zu kleine und entfernte Gegenstände bisweilen täuschen, so gibt es doch am Ende sehr vieles andere, woran man gar nicht zweifeln kann, wenn es gleich aus denselben Quellen geschöpft ist so zum Beispiel, dass ich jetzt hier bin, dass ich mit meinem Winterrocke angetan am Kamin sitze, dass ich dieses Papier in der Hand halte und ähnliches. Vollends, dass eben dies meine Hände, dass dieser gesamte Körper der meine ist. Wie könnte man mir das abstreiten? Vortrefflich. Als wenn ich mich nicht entsenne, dass ich auch sonst durch ähnliche Gedankengänge im Traume irregeführt worden bin. Denke ich einmal aufmerksamer hierüber nach, so sehe ich ganz klar, dass niemals Wachen und Traum nach sicheren Kennzeichen unterschieden werden können, so daß ich ganz betroffen bin, und diese Betroffenheit selbst mich beinahe in der Meinung bestärkt, daß ich träume. Sei es denn, wir träumen. Mögen wirklich alle jene Einzelheiten nicht wahr sein, daß wir die Augen öffnen, den Kopf bewegen, die Hände ausstrecken, ja, mögen wir vielleicht gar keine solchen Hände noch überhaupt einen solchen Körper haben, so muss man für wahr doch gestehen, dass während des Schlafes Geschaute verhalte sich gleichsam wie gemalte Bilder, die nur nach dem Muster wahrer Dinge sich abmalen konnten, dass also wenigstens dies Allgemeine Augen, Haupt, Hände und überhaupt der ganze Körper als nicht eingebildete, sondern wirkliche Dinge existieren. Es ist indessen meinem Geiste eine alte Meinung eingeprägt, dass ein Gott sei, der alles vermag, und von dem ich so wie ich bin, geschaffen sei. Woher weiß ich aber, dass er nicht bewirkt hat, dass es überhaupt keine Erde, keinen Himmel, kein ausgedehntes Ding, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt, und dass dennoch dies alles genauso wie jetzt mir da zu sein scheint. Aber vielleicht hat Gott nicht gewollt, dass ich mich so täusche, Heißt er doch der Allgütige? Allein, wenn es mit seiner Güte unvereinbar wäre, dass er mich so geschaffen, dass ich mich stets täusche, so schien es doch ebenso wenig dieser Eigenschaft entsprechend, dass ich mich bisweilen täusche, welch Letzteres sicherlich doch der Fall ist. So will ich denn annehmen, dass nicht der Allgütige Gott die Quelle der Wahrheit, sondern dass irgendein böser Geist, der zugleich höchst mächtig und verschlagen ist, allen seinen Fleiß daran gewandt habe, mich zu täuschen. Ich will glauben, Himmel, Luft, Erde, Farben, Gestalten, Töne und alle Außendinge seien nichts als das täuschende Spiel von Träumen, durch die dieser meiner Leichtgläubigkeit Fallen stellt. Mich selbst will ich so ansehen, als hätte ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, überhaupt keine Sinne, sondern glaubte nur fälschlich, dies alles zu besitzen. Was also bleibt Wahres übrig? Vielleicht nur dies eine, dass es nichts Gewisses gibt. Aber woher weiß ich denn, dass es nicht etwas von allem bereits aufgezählten Verschiedenes gibt, an dem zu zweifeln auch nicht der geringste Anlass vorliegt? Gibt es etwa einen Gott oder wie ich sonst den nennen mag, der mir diese Vorstellungen einflößt? Weshalb aber sollte ich das annehmen, da ich doch am Ende selbst ihr Urheber sein könnte? Als wäre doch zumindest ich irgendetwas. Indessen, ich habe bereits geleugnet, dass ich irgendeinen Sinn, irgendeinen Körper habe. Doch hier stutze ich. Was soll daraus folgen? Bin ich etwa so an den Körper und die Sinne gefesselt, dass ich ohne sie nicht sein kann? Indessen, ich habe mich überredet, dass es schlechterdings nichts in der Welt gibt: keinen Himmel, keine Erde, keine Geister, keine Körper, also doch wohl auch mich selbst nicht. Keineswegs. Ich war sicherlich, wenn ich mich dazu überredet habe. Aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen, höchst mächtigen und verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht. Nun. Wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, dass ich bin. Er täusche mich, so viel er kann. Niemals wird er es doch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und so komme ich, nachdem ich derart alles mehr als zur Genüge hin und her erwogen habe, schließlich zu dem Beschluss, dass dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, Notwendig wahr ist. Noch erkenne ich aber nicht zur Genüge, wer ich denn bin, der ich jetzt notwendig bin, und ich muss mich demnächst hüten, dass ich nicht etwa unvorsichtigerweise etwas anderes für mich selbst ansehe und auf diese Weise sogar in der Erkenntnis abirre, von der ich behaupte, sie sei die gewisseste und einleuchtendste von allen. Lieber will ich hier mein Augenmerk darauf richten, was vor dem ganz von selbst und naturgemäß sich meinem Bewusstsein darbot, so oft ich erwog, was ich sei. Da bot sich mir nun zunächst dar, dass ich ein Gesicht, Hände, Arme und diese ganze Gliedermaschine hatte, die man auch an einem Leichnam wahrnimmt und die ich als Körper bezeichnete. Ferner bot sich mir dar, dass ich mich ernähre, gehe, empfinde und denke, und zwar bezog ich diese Tätigkeiten auf die Seele. Was aber diese Seele sei, darauf achtete ich entweder gar nicht, oder wenn doch, so stellte ich mir darunter ein feines Etwas vor, nach Art eines Windes, Feuers oder Äthers, das meinen gröberen Teilen eingeflößt sei. Was aber den Körper angeht, so zweifelte ich daran nicht im mindesten, sondern ich vermeinte, seine Natur deutlich zu kennen. Und wenn ich etwa versucht hätte, sie so zu beschreiben, wie ich sie mir dachte, so würde ich mich folgendermaßen darüber erklärt haben. Unter Körper verstehe ich alles, was durch irgendeine Figur begrenzt, was örtlich umschrieben werden kann und einen Raum so erfüllt, dass es aus ihm jeden anderen Körper ausschließt. Was durch Gefühl, Gesicht, Gehör, Geschmack oder Geruch wahrgenommen oder auf mannigfache Art bewegt werden kann, zwar nicht durch sich selbst, aber durch irgendetwas anderes, wodurch es berührt wird. Denn ich nahm an, dass die Fähigkeit, sich selbst zu bewegen, ebenso wie die zu empfinden oder zu denken, keineswegs zur Natur des Körpers gehören, vielmehr wunderte ich mich eher darüber, dass sich solche Fähigkeiten in manchen Körpern vorfinden. Wie verhält es sich aber jetzt, wo ich annehme, dass irgendein höchstmächtiger und, wenn man so sagen darf, boshafter Betrüger sich in jeder Beziehung, soweit er vermochte, Mühe gegeben hat, mich zu täuschen? Kann ich noch behaupten, auch nur das geringste von alledem zu besitzen, wovon ich oben gesagt habe, es gehöre zur Natur des Körpers? Mit gespannter Aufmerksamkeit denke ich immer wieder darüber nach nichts bietet sich mir da, und ich werde es müde, fruchtlos immer dasselbe zu wiederholen wie verhält es sich aber mit den eigenschaften die ich der seele zuschrieb so mit dem sich ernähren und dem gehen nun da ich jetzt überhaupt keinen körper habe so sind auch das nichts als erdichtungen und wie steht es mit dem empfinden aber auch dieses kommt ohne körper nicht zustande auch glaubte ich sehr vieles während des Traumes zu empfinden, von dem ich hernach bemerkte, dass ich es nicht empfunden hatte. Und das Denken? Hier finde ich nun, das Denken ists. Es allein kann von mir nicht getrennt werden. Ich bin. Ich existiere. Das ist gewiss. Wie lange aber bin ich? nur so lange, als ich denke. Denn es wäre vielleicht möglich, dass ich, wenn ich gänzlich aufhörte zu denken, alsbald auch aufhörte zu sein. Für jetzt lasse ich aber nichts zu, als was notwendig wahr ist. Ich bin also genau nur ein denkendes Ding, res cogitans, das heißt Geist, Mens, Seele, Animus, Verstand, Intellectus, Vernunft, Ratio, lauter Ausdrücke, deren Bedeutung mir früher unbekannt war. Ich bin aber ein wahres und wahrhaft existierendes Ding. Aber was für ein Ding? Nun, ich sagte es bereits, ein denkendes. Und was weiter? Nun, ich will einmal meine Einbildungskraft anstrengen. Ich bin nicht jenes Gefüge von Gliedern, das man den menschlichen Körper nennt, ich bin auch nicht die feine Luft, die diese Glieder durchdringt, ich bin nicht ein Wind, Feuer, Dunst oder Hauch oder alles, was ich mir sonst ausdenken mag, habe ich doch vorausgesetzt, dass dies alles nichts ist. Diese Voraussetzung bleibt bestehen. Und doch bin ich irgendetwas. Vielleicht aber fügt es sich so, dass eben dieses, von dem ich voraussetzte, es sei nichts, da es mir ja unbekannt ist, dennoch der Wahrheit der Sache nach nicht von dem Ich verschieden ist, welchen ich kenne. Doch, davon weiß ich nichts, darüber streite ich jetzt auch nicht, ich kann nur urteilen über das, was ich weiß. Ich weiß, dass ich existiere, ich frage aber, wer jener Ich ist, von dem ich weiß, er ist. Da ist es nun durchaus gewiss, dass die Kenntnis dieses genau nur so verstandenen Ich nicht von dem abhängen kann, von dessen Existenz ich noch nichts weiß, nicht also von irgendetwas von dem, was ich mir vermöge, der Einbildungskraft ausmale. Und dieses Wort Ich male mir etwas aus, macht mich schon auf meinen Irrtum aufmerksam. Denn es wäre in der Tat nur ein Ausmalen wenn ich mir einbildete etwas zu sein. Besagt doch, sich etwas einbilden, nichts anderes als die Gestalt oder das Bild eines körperlichen Dinges betrachten. Nun weiß ich aber bereits gewiss, dass ich bin, und zugleich, dass möglicherweise alle diese Bilder und ganz allgemein alles, was sich nur auf die Natur des Körpers bezieht, nichts sind als Träume. Habe ich das aber einmal bemerkt? So scheint es eine ebenso törichte Redeweise zu sein, ich will meine Einbildungskraft anstrengen, um deutlicher zu erkennen, wer ich bin, wie wenn ich sagte, zwar bin ich bereits aufgewacht und sehe schon etwas Wahres, doch da ich es noch nicht einleuchtend genug sehe, so will ich mir Mühe geben, wieder einzuschlafen, damit mir meine Träume eben dies wahrer und einleuchtender darstellen. Ich erkenne daher, dass nichts von dem Allem, was ich mit Hilfe der Einbildungskraft erfassen kann, Bezug hat auf die Kenntnis, die ich von meinem Ich habe, dass ich vielmehr meinen Geist auf das Sorgfältigste hiervon abwenden muß, wenn ich mir seine Natur recht deutlich zum Bewusstsein bringen will. Was aber bin ich demnach? Ein denkendes Ding. Und was heißt das? Nun, ein Ding, das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will, und das auch Einbildung und Empfindung hat. Für wahr, das ist nicht wenig, wenn dies alles zu mir gehören soll. Doch wie sollte es nicht? Bin nicht ich selbst es, der jetzt fast an allem zweifelt, der dennoch manches einsieht, der behauptet, dies eine sei wahr, der das Übrige leugnet, der mehr wissen möchte, der sich nicht täuschen lassen will, der vieles selbst gegen seinen Willen in der Einbildung hat, vieles auch wie von den Sinnen kommend bemerkt? Mag ich immerhin stets schlafen, mag immerhin mein Schöpfer, so viel an ihm liegt, mich täuschen, ist nicht dies alles trotzdem ebenso wahr, wie das ich bin? Ist irgendetwas davon von meinem Bewusstsein trennbar? Oder lässt sich von irgendetwas davon behaupten, dass es von meinem Ich getrennt sei? Denn dass ich es bin, der zweifelt, der einsieht, der will, das ist so offenbar, dass es durch nichts noch augenscheinlicher gemacht werden kann. Ich bin aber doch auch derselbe Ich, der ich etwas in der Einbildung habe. Denn wenn gleich etwa, wie ich angenommen habe, nichts von dem, was sich der Einbildung darstellt, wahr ist, so besteht doch diese Kraft der Einbildung wirklich und macht einen Teil meines Bewusstseins aus schließlich ist es derselbe ich welcher wahrnimmt das heißt welcher die körperlichen dinge als durch die sinne gegeben bemerkt ich sehe doch offenbar jetzt das licht ich höre das geräusch fühle die wärme aber nein es ist doch falsch denn ich schlafe ja aber es scheint mir doch als ob ich sehe hörte wärme fühlte das kann nicht falsch sein das ist es eigentlich was an mir Empfinden genannt wird, und dies, genauso verstanden, ist ein Bewusstsein. Hieraus beginne ich in der Tat schon erheblich besser zu erkennen, wer ich bin. Aber doch scheint es bisher immer noch, und ich kann mich dieser Meinung gar nicht erwehren, als ob die körperlichen Dinge, deren Bilder sich in meinem Bewusstsein gestalten und die durch die Sinne selbst erforscht werden, viel deutlicher erkannt würden als jenes, ich weiß nicht was von mir, das nicht ein Gegenstand der Einbildung ist. Allerdings ist es in der Tat recht wunderbar, dass ich die Dinge, die sich mir als zweifelhaft, unbekannt, mir fremd ergeben, deutlicher erfassen sollte als das Wahre, das mir Bekannte, kurz als mich selbst. Aber ich sehe schon, wie es sich hiermit verhält. Meinem Geiste macht es Freude, abzuirren. Er verträgt es noch nicht, sich in den Schranken der Wahrheit zu halten. Sei es also. Lassen wir ihm noch einmal die Zügel locker, um sie dann zur rechten Zeit wieder anzuziehen und ihn umso leichter lenken zu können. Betrachten wir diejenigen Gegenstände, die nach der gewöhnlichen Meinung von allen am deutlichsten erfasst werden, das heißt die Körper, die wir betasten und sehen, und zwar nicht die Körper im Allgemeinen, denn diese allgemeinen Begriffe pflegen bedeutend verworrener zu sein, nehmen wir vielmehr irgendeinen Körper im Besonderen, zum Beispiel dieses Stück Wachs. Vor kurzem erst hat man es aus der Wachsscheibe gewonnen, noch verlor es nicht ganz den Geschmack des Honigs, noch blieb ein wenig zurück von dem Dufte der Blumen, aus denen er gesammelt worden. Seine Farbe, Gestalt, Größe liegen offen zutage, es ist hart, auch kalt, man kann es leicht anfassen, und schlägt man mit dem knöchel darauf so gibt es einen ton von sich kurz es besitzt alles was erforderlich scheint um irgendeinen körper aufs deutlichste erkennbar zu machen doch sie während ich noch so rede nähert man es dem feuer was an geschmack da war geht verloren der geruch entschwindet die farbe ändert sich seine gestalt wird vernichtet die größe wächst es wird flüssig wird warm es lässt sich kaum mehr anfassen, und wenn man darauf klopft, so wird es keinen Ton mehr von sich geben. Bleibt es denn noch dasselbe Wachs? Man muss zugestehen, es bleibt. Keiner leugnet es, niemand ist darüber anderer Meinung. Was also war es an ihm, was man so deutlich erkannte? Sicherlich nichts von dem, was im Bereiche der Sinne lag. Denn alles, was unter den Geschmack, den Geruch, das Gesicht, das Gefühl oder das Gehör fiel, ist ja jetzt geändert, und doch es bleibt das Wachs. Vielleicht war es das, was ich mir jetzt denke, nämlich, dass das Wachs selbst nicht jene Süßigkeit des Honigs, nicht der Duft der Blumen, nicht die weiße Farbe, nicht die Gestalt oder der Ton war, sondern ein Körper, der sich kurz zuvor, in diesen Weisen meinem Blicke darbot, jetzt in anderen. Was ist aber genau das, was ich hierbei so in der Einbildung habe? Betrachten wir es aufmerksam, entfernen wir alles, was nicht dem Wachse zugehört, und sehen wir zu, was übrig bleibt. Nun, nichts anderes als etwas Ausgedehntes, Biegsames und Veränderliches. Was aber ist dieses biegsame, veränderliche? Etwa, dass ich mir in der Einbildung darstelle, wie dieses Wachs aus der runden Gestalt in die quadratische oder aus dieser in die dreieckige übergehen kann? Keineswegs. Denn ich begreife wohl, dass es fähig ist, unzählige derartige Veränderungen zu erleiden. Und ich kann doch nicht diese unzähligen Veränderungen in der Einbildung durchlaufen. Es kommt also dieser Begriff nicht durch die Einbildungskraft zustande. Und was ist das Ausgedehnte? Ist etwa auch seine Ausdehnung mir unbekannt? Denn in dem schmelzenden Wachs wird sie größer, noch größer in dem siedenden, und sie wird noch größer, wenn die Hitze weiter zunimmt. Auch würde ich, was das Wachs ist, nicht richtig beurteilen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass es auch der Ausdehnung nach noch mehr Verschiedenheiten zulässt, als ich jemals in der Einbildung umfasst habe. Es bleibt mir also nichts übrig, als zuzugeben, dass ich, was das Wachs ist, gar nicht in der Einbildung haben, sondern nur im Denken erfassen kann. Und dies sage ich von dem einzelnen Stücke Wachs. Denn von dem Wachs überhaupt ist es noch klarer. Was ist denn aber dieses Wachs, das sich nur im Denken erfassen lässt? Offenbar dasselbe, welches ich sehe, welches ich betaste, welches ich in der Einbildung habe, kurz dasselbe, welches ich von Anfang an gemeint habe. Aber wohlgemerkt, seine Erkenntnis ist nicht ein Sehen, ein Berühren, ein Einbilden und ist es auch nie gewesen, wenngleich es früher so schien, sondern sie ist eine Einsicht einzig und allein des Verstandes, die entweder wie früher unvollkommen und verworren oder wie jetzt klar und deutlich sein kann das hängt von der größeren oder geringeren aufmerksamkeit ab mit der ich auf seine bestandteile achte indessen wundere ich mich wie sehr doch mein geist zum irrtum neigt denn wenngleich ich das obige bei mir schweigend und ohne zu reden erwäge Bleibe ich doch an den Worten hängen und lasse mich beinahe durch den Sprachgebrauch beirren. Nämlich wir sagen doch wir sehen das Wachs selbst, wenn es da ist, und nicht wir urteilen nach der Farbe und der Gestalt, dass es da sei. Und daraus möchte ich am liebsten gleich schließen, dass man also das Wachs durch das Sehen des Auges und nicht durch die Einsicht des Verstandes allein erkennt. Doch da sehe ich zufällig vom Fenster aus Menschen auf der Straße vorübergehen, von denen ich ebenfalls genau wie vom Wachse gewohnt bin zu sagen, ich sehe sie, und doch sehe ich nichts als die Hüte und Kleider, unter denen sich ja Maschinen bergen könnten. Ich urteile aber, dass es Menschen sind. Und so erkenne ich das, was ich mit meinen Augen zu sehen vermeinte, einzig und allein durch die meinem Geiste innewohnende Fähigkeit zu urteilen. Doch ich sollte wohl, da ich klüger als die Menge sein will, mich schämen, aus den Redewendungen, welche doch die Menge erfunden hat, einen Anlass zum Zweifel entnommen zu haben. Fahren wir also fort und seien wir darauf aufmerksam, ob ich damals vollkommener und einleuchtender erfasste, was das Wachs sei, als ich es zuerst erblickte, und glaubte, es durch den äußeren Sinn. Oder doch durch den sogenannten Gemeinsinn, das heißt durch die Fähigkeit der Einbildung, zu erkennen, oder vielmehr eher jetzt, nachdem ich sorgfältig erforscht habe, was es ist und wie es erkannt wird. Sicher wäre es töricht, darüber Zweifel zu hegen, denn was war in der ersten Auffassung übrigens deutlich? Was hätte nicht ebenso gut jedes Tier? Wenn ich nun aber das Wachs von seinen äußeren Formen unterscheide, Ihm gleichsam seine Kleider ausziehe und es nackt betrachte, so kann ich es, wenn gleich immer noch ein Irrtum in meinem Urteile nicht ausgeschlossen ist, doch nicht ohne einen menschlichen Geist in dieser Weise erfassen. Was aber soll ich von diesem Geiste selbst oder von meinem Ich sagen? Denn bis jetzt rechne ich nichts anderes zu mir selbst als meinen Geist. Ich, der ich dieses Wachs so deutlich zu erkennen meine sollte ich nicht mich selbst noch viel wahrer, viel gewisser nicht nur, sondern auch viel deutlicher und einleuchtender erkennen? Denn wenn ich urteile, dass das Wachs existiert, weil ich es sehe, so folgt doch eben daraus, dass ich es sehe, weit augenscheinlicher, dass ich selbst existiere, eben weil ich es sehe. Denn es kann sehr wohl sein, dass dies, was ich sehe, nicht wirklich Wachs ist, es kann sogar sein, dass ich überhaupt keine Augen habe, etwas zu sehen. Aber es ist offenbar unmöglich, dass während ich sehe, oder was ich für jetzt nicht unterscheide, während ich das Bewusstsein habe zu sehen, ich selbst, der ich dieses Bewusstsein habe, nicht irgendetwas bin. In ähnlicher Weise, wenn ich urteile, dass das Wachs existiere, weil ich es betaste, so folgt daraus wiederum dasselbe, nämlich das ich bin. Oder wenn daraus, weil ich es in der Einbildung habe oder aus sonst irgendeinem Grunde, so folgt offenbar wieder dasselbe. Ich kann aber eben das, was ich hier vom Wachs bemerke, auch auf alles Übrige, was außer mir ist, anwenden. Sollte aber weiterhin die Erkenntnis des Wachses nur darum deutlich erscheinen, weil es mir nicht nur durch das Gesicht, oder durch den Tastsinn, sondern durch eine Reihe von Ursachen bekannt geworden ist, um wie viel deutlicher muß, wie man zugeben wird, ich jetzt mich selber erkennen, da dieselben Gründe, die zur Erkenntnis des Wachses oder irgendeines sonstigen Körpers beitragen, alle noch besser die Natur meines Geistes beweisen. Aber es gibt überdies noch so vieles andere, was meinem Geiste selbst eigen ist, um, wonach man zu einer deutlicheren Erkenntnis von ihm gelangen kann, dass jenes alles, was sich vom Körper her auf sie mit erstreckt, dagegen kaum in Anrechnung zu bringen ist. Und siehe da, so bin ich schließlich ganz von selbst dahin gekommen, wo ich hinaus wollte. Denn da ich jetzt weiß, dass ja selbst die Körper nicht eigentlich durch die Sinne oder durch die Fähigkeit der Einbildung, sondern einzig und allein durch den Verstand erfasst werden, auch nicht dadurch, dass man sie betastet oder sieht, sondern dass man sie denkt, so erkenne ich ganz offenbar, dass ich nichts leichter und augenscheinlicher erfassen kann als meinen Geist. Doch da man sich der Gewohnheit einer eingewurzelten Meinung nicht so schnell entschlagen kann, so scheint es mir gut, hier einzuhalten, damit sich diese neu erworbene Erkenntnis durch längeres Nachdenken meinem Gedächtnis tiefer einprägt.